Hört, hört, was ich... Nein, nicht du, du bist doch ich. Du. Und du. Und du. Und noch viele andere. Ich warne vor mangelndem Aufzeichnungsmaterial, schlechten Kameraperspektiven und der Abwesenheit von Objektivität. Und Ernsthaftigkeit, das ist auch nicht wirklich dabei. Oh, wie heißt Quink wirklich? Juhu, Anibi, Chibidi. Was? Christian, können Sie gut zeichnen? Wer soll das sein? Automobil. Christian Süß. Überhaupt nicht gestellt. Ich hasse Enge. Oh meine Güte, ist das eng. Also da drüben ist jetzt hier irgendein komischer Laden und da sind richtig viele Waggons, aber irgendwie ist zwischen diesen Waggons auch eine Kuh. Man kann sich das mal genauer ansehen. Eine Kuh. Was hat das zu bedeuten? Christian, was denken Sie... Wie heißt die nochmal mit Nachnamen? Wie heißt die nochmal mit Nachnamen? Ach nee, sicher! Das wusste ich! Ich möchte das nochmal deutlich machen. Ich wusste es. Gut gestellt. Herr Süß, also was denken Sie, wenn Ihre Freundin so etwas macht? Was fühlen Sie da? Wie sind Ihre Herzen? Nix. Sie? Nix. Und das alles? Ja. Really. Ja. Bedrückt sie es manchmal, wenn sie sehen, dass ihre Freundin so etwas macht? Ihre Füße fotografieren lässt? Sie? Ihre Füße fotografieren lässt? Ich meine das jetzt allgemeiner. Stellen Sie sich vor, ihre Freundin zeigt sich im Internet. Macht Videos oder so und sagt, ja. Was Lustiges. Ja, irgendwas, was ansatzweise vielleicht komisch zu verstehen kann wäre. Kann ich mir nicht vorstellen. Können Sie sich nicht vorstellen? Nein. Okay. Ja. Betteln sich Kari und Bill? So, hier mit Power, ziemlich oben, ne, guck mal, hier muss er hin, dann fällt er weg. Dann mal los. Harry Potter wird jetzt abgeworfen. Und Verstappen auch. Oh, wie aufregend. Ja. Ja. Die Mütze von Verstappen, da hält sich da oben die ganze Zeit ein. So, für dich gibt's noch ein paar extra hier. Nimm mal den hier. Und sie zielt. Und da! Na also, komm mal, lass dir was aussuchen. Wolltest du Bierhut mitnehmen oder was dir gefällt? Phil hat leider gewonnen. Natürlich hat er geschummelt. Das muss ja wohl klar gewesen sein. Wir stehen jetzt hier vom Riesenrad. Tatsächlich. Wir alle. Und das Besondere an diesem Riesenrad ist, das Größte, ist, dass es tatsächlich transportabel ist. Wir fragen vielleicht mal irgendeine Person, ganz zufällig. Warum ist dieses Riesenrad transportabel, dieses größte Riesenrad der Welt transportabel? Damit ich es klauen kann. Warum ist dieses Riesenrad transportabel? Wenn es morgen weg ist, hat er ein Problem. Warum ist dieses Riesenrad transportabel? Das kann man auseinandernehmen und rumfahren. Und das bedeutet auch transportieren. Und deshalb heißt das transportabel. Ja, genau. Damit das Riesenrad auch was von der Welt sieht. Sozusagen, dass das Adjektiv mehr Freiheit zu transportieren. Warum ist das Riesenrad transportabel? Weil es Räder hat und man es durch die Gegend schieben kann. Was soll ich sagen? Entschuldigung. Ja, warum dieses Riesenrad denn so transportabel ist? Ja, weil da Schrauben drin sind und die kann man rausmachen und dann kann man das zusammenklappen und dann rumfahren. Warum ist dieses Riesenrad transportabel?
Weil man jetzt auseinanderschrauben kann in warum Schrauben und man dann... Und man hat dann bestimmte Hubverfahren, Techniken angewendet, die sich ausüben. Ja. Warum filmst du die nicht mal, die Grinscheiße? Ich möchte nochmal hinzufügen, dass ich dass der überhaupt so einen Schutt von Metall wirklich nicht vertretbar finde. Und ich finde, sowas kann man nicht anstellen. So viel Masse, wo soll das denn irgendwann mal hin? Wissen Sie es? Weiß er? Entschuldigung, da war gar keiner. Können Sie sich das vorstellen? Das ist Hans. Hans hat keine Freunde. Hans steht auf dem Bremer Freimarkt ganz alleine. Das ist niemand. Ich hasse Dortmund. Hans freut sich, weil er endlich jemanden gefunden hat, mit dem er rumalbern kann. Leider wird Hans heute betrunken sterben. Warum? Schade, Hans. Auf Wiedersehen, Hans. Hans, vergiss nicht, immer freundlich winken. Damit ist Hans weg. Also, was ist der Unterschied zwischen einer Uhr und einer Gurke? Die Uhr geht und die Gurke. Verdammt! Warum? 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 Und was ist daran genau witzig? Das weiß ich auch nicht. Achtung, es mischt sich eine Person ein. Hallo, wissen Sie, wo Code Marine ist? Nee, und warte, die war da. Da ist sie da, denn. Okay. Sehr schön. Ja. Allerdings. Wen gibt's denn noch? Gidjoy Fitjaj. Seiner Rede mit seiner Pornoreihe. Hör mal, wer da nagelt, halt als